Willkommen zum OC Sports Talk. Eine Frage, die sich immer wieder stellt, ist, lässt sich so ein Haarsystem eigentlich in meinen Alltag integrieren, wenn ich viel Sport mache? Und dazu habe ich mir heute drei Jungs eingeladen, die von ganz unterschiedlichen Perspektiven das ganze Thema beschreiben können. Und ich würde starten und sagen, stellt euch doch einmal ganz kurz vor. Ja. Ich fange an, ich bin Chris, 29 Jahre, komme ursprünglich aus dem Eishockeysport, bin jetzt aber in den letzten Jahren im Fitnessbereich unterwegs und trage jetzt Haarsystem seit Juni 2020. Ich bin der Finn, ich bin 19 Jahre alt, spiele American Football. Das mache ich jetzt seit 6 Jahren und trage das Haarsystem seit 5 Monaten. Servus, ich bin Marcel, 31 Jahre alt, gebürtiger Kölner, komme aus Wiesbaden, Fußballer seit über 25 Jahren schon und bin nämlich überzeugt, bald auch Haarsystemträger. Ja, sind wir mal gespannt, ob wir das heute schaffen. Dann starten wir auch mal direkt mit dir. Jetzt heute im Rahmen der OC-Community siehst du das erste Mal drei Haarsysteme. Was sagst du? Ja, ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Also wir hatten ja schon mal gesprochen im Vortermin sozusagen, jetzt nur übers iPhone alles mal gesehen und war sehr gespannt, was mich heute erwartet. Und das, was ich sehe, ist einfach atemberaubend, muss man schon sagen, weil es einfach, ich hätte niemals gedacht, dass es in der Art und Weise natürlich aussieht, auch wenn man davor steht. Und ich freue mich, das heute einfach mal so begutachten zu dürfen. Sehr gut. Unterscheidet sich denn das? Also du wirst dir ja vorher Bilder angeguckt haben, du hast mich gesehen bei der Beratung. Unterscheidet sich das, die Videos und die Bilder, die du gesehen hast, zum jetzt, wenn du es live siehst? Also eigentlich kaum. Es sieht beides, muss man sagen, super aus. Also ich habe natürlich bei Instagram immer mal ein bisschen durchgeguckt, so bei dir auf dem Profil, bei Chris auf dem Profil, einfach mal ein bisschen rumgeguckt und ich sag mal, auch ein bisschen länger rumgeguckt. Und wenn ich das jetzt heute so sehe, ist genauso, wie ich es auf den Bildern halt gesehen habe. Klar hat man gedacht, so auf den Bildern, okay, da kann man vielleicht ein bisschen immer mal spielen, das ein bisschen vielleicht kaschieren auch. Aber das, was ich jetzt hier heute sehe, das beeindruckt mich wirklich sehr und bin auf jeden Fall sehr begeistert. Und wie ist das? Seit wann beschäftigt dich das Thema? Also wann bist du auf das Thema Haarsystem überhaupt gekommen? Also Thema Haare beschäftigt mich schon eigentlich sehr lange. So 2-3 Jahre bestimmt. Immer mal wieder so Phasen, wo man dann gesagt hat, okay, jetzt guckt man aber mal, was gibt es für Möglichkeiten, um so gewisse Stellen irgendwie zu kaschieren, die einem nicht gefallen. Und da ist man natürlich auch viel gestoßen, auch viel Teures gestoßen, was jetzt eine Transplantation selber angeht. Und irgendwann, so vor einem halben Jahr, bin ich dann auf diese Haarsysteme dann gestoßen, habe mich dann da bei Google im Internet einfach mal ein bisschen erkundigt, mal was eingegeben, bei YouTube mal ein paar Videos geguckt. Ja, und bin dann auf OC gestoßen und dann ging es relativ schnell. Dann habe ich den Schritt mal gewagt, sage ich mal, auch so in die Beratung halt zu gehen, wo ich vorher immer so ein bisschen Skepsis hatte und so gesagt habe, ja, warte lieber noch mal, vielleicht ändert sich ja noch ein bisschen was. Ja, und seitdem ich den Termin hatte, gucke ich mir das Ganze noch mehr an. Ja, und jetzt schauen wir mal, was bei rumkommt. Ja, absolut spannend. Was auch spannend ist, du hast gesagt, du spielst Fußball. Wie ist das? Du hast dir jetzt Gedanken dazu gemacht, okay, ich möchte ein Haarsystem haben. Erzähl mal so ein bisschen von dem Background, den du hast als Fußballer, was du da genau so machst oder wie lange du das schon machst. Und hast du irgendwie Bedenken, wie das mit Haarsystem sein wird oder sein könnte, wenn du dann Fußball spielst? Also Fußball generell spiele ich schon, seitdem ich 4 oder 5 bin, also schon wirklich mein Leben lang und habe es auch oft oder lange Zeit professionell gespielt. Und jetzt mit dem Alter geht es dann natürlich wird es dann ein bisschen ruhiger. Ja klar, früher hat man sich darüber keine Gedanken gemacht, so, da war das Thema Haare jetzt noch nicht so akut, aber seitdem das halt akut ist, denkt man natürlich schon drüber nach, okay, 4-5 Mal die Woche am Platz, viel schwitzen, viel duschen, Zweikämpfe irgendwie, so Körperkontakt halt, kann da was passieren? Man hat natürlich auch so ein bisschen die Angst so, okay, steht man noch am Platz und auf einmal geht da irgendwie was fliegen oder löst sich was und man steht dann da und denkt so, oh Gott, was mache ich jetzt? Das ist natürlich so ein bisschen die Angst, die man hat und die ich auch hatte oder die man in sich trägt, die hast du mir im Gespräch schon ein bisschen genommen, weil du halt ein bisschen davon erzählt hast und das war so der Hauptgrund, wo man so einfach gesagt hat, okay, die Pflege und dieses ganze Schwitzen, wie kommt man damit zurecht? Aber wenn man dann die Zeit sieht, die man sonst so im Bad verbringt, um irgendwie ein bisschen ein vernünftiges Ergebnis an den Haaren hinzukriegen, dann
ja, spielt das eigentlich keine Rolle mehr, diese Angst, sag ich mal. Ja, ich hoffe, wir können dir heute in der Runde die Angst ein bisschen nehmen. Du hast bestimmt Fragen mitgebracht, dazu kommen wir aber gleich noch. Ja. Da hast du ja jetzt noch zwei Experten hier sitzen, ja, die sich da sehr, sehr gut mit auskennen. Ganz kurz zu dir, Finn. Dich kennt man jetzt noch nicht so in der OC-Community. Erzähl mal, wie bist du auf OC gestoßen? Tatsächlich auch über YouTube. Ich hatte halt viele Jahre, sag ich jetzt mal 3-4 Jahre, seitdem ich ungefähr 16 bin, halt Probleme mit meinen Haaren. Und ich habe halt immer wieder darüber nachgedacht, mache ich irgendwann, wenn ich 20, 22 bin, eine Transplantation oder was gibt es da für Lösungen? Lasse ich die Haare einfach wachsen und gucke, was ich mit der Länge dann anfangen kann. Doch dann bin ich halt darauf gestoßen, das hat mich halt quasi wirklich von Tag 1 schon so überzeugt. Auch so, was man halt in den Videos gesehen hat, die Ergebnisse vorher, nachher. Und dann habe ich mir halt natürlich auch ein paar Fragen so im Kopf gestellt, habe aber recht schnell entschieden, dass ich das auch haben will. Und habe dann auch recht schnell den Termin gemacht, dass ich da halt das Beratungsgespräch habe. Und ja, und dann bin ich halt so drauf gestoßen und bin bis heute immer noch beeindruckt. Mega. Du hast gesagt, du trägst das Haarsystem jetzt seit 5 Monaten. Genau. Wie war so die Zeit, also wie war es seit Tag 1 bis jetzt? Wie war so die erste Zeit mit Haarsystem? Am Anfang habe ich natürlich sehr viel nachgedacht und es war ungewohnt, aber ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt und auch mein Umfeld hat sich dran gewöhnt. Es war halt einfach eine große Veränderung. Man ist halt auch sehr selbstbewusst durchs Leben dann gegangen, im Gegensatz zu vorher. Man macht sich nicht mehr so viele Gedanken über das Aussehen, also im Grunde schon. Aber nicht mehr so über die Haare, sitzt das jetzt, muss ich jetzt 5-mal in den Spiegel gucken, um zu checken, bevor ich jetzt rausgehe. Ja, du hast gesagt, du spielst American Football. Ja. Das ist ja ein Sport, wo man auch viel Kontakt hat. Also was macht generell dieser Sport für dich aus, also wenn du den beschreiben müsstest? Es ist halt ein unheimlicher Ausgleich, auch Adrenalin, alles. Das ist halt ein Zusammenkommen vieler Gefühle. Und ich wüsste jetzt auch nicht ohne den Sport weiter, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen ist mir auch wichtig gewesen, dass es halt auch, dass ich mir selber sicher bin, dass das mit dem Haarsystem hält. Und sonst hätte ich das auch wahrscheinlich nicht gemacht, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, damit zu spielen. Ja, du hast jetzt eine Knieverletzung leider und konntest so richtig aktiv noch nicht Football wieder spielen. Machst aber, also hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du 4 bis 5 Mal die Woche zur Reha gehst und dich da vorbereitest für dein Comeback. Genau. Wie sieht da so dein Sportalltag aus? Ich mache halt erstmal ganz normal eine Aufwärmübung, wenn ich halt da bin. Und dann geht es eigentlich hauptsächlich ans Krafttraining, um die Beine halt herum. Besonders ans Knie, ich mache halt auch Ganzkörpertraining. Also im Grunde ist es ein ganz normales Krafttraining. Man macht halt sehr viel dafür, dass man halt viel Stabilitätsübungen macht und man kommt schon ordentlich ins Schwitzen dabei. Okay, für mich super spannend. Wie ist das, also wenn ich mir jetzt so ein Team vorstelle von Jungs, die da American Football spielen, dann trotzen die ja nur sofort Testosteron und sind sehr, sehr männlich. Wie bist du damit umgegangen? Erzählst du den Jungs oder hast du den Jungs erzählt, dass du Haarsystem trägst? Ja, natürlich habe ich den Leuten, mit denen ich auch etwas enger, man hat ja so seine Leute, mit denen man etwas enger im Team ist und die Leute, die halt so ein bisschen ferner sind, das ist ja auch positionsabhängig dann. Man ist halt ein großes Team, man erzählt so ein bisschen sich was und man kennt sich ja auch dann so im Grunde. Haben alle super reagiert. Nachdem ich das hatte, denen ist das nicht aufgefallen. Also okay. Aber war die Resonanz an sich sehr positiv? Sehr positiv. Also man bekommt jetzt auch keine Sprüche oder so. Natürlich manchmal im lustigen Sinne dann. Und ja, also nur positive Resonanz. Dann. Sehr gut. Da nochmal zu dir. Fußball ist natürlich jetzt auch ein Sport, wo vielleicht in manchen Situationen jetzt Toleranz nicht so groß geschrieben wird und man vielleicht auch von Teamkollegen oder auch von Gegnern auch mal zwischendurch einen Spruch gedrückt bekommt. Wie wird das bei dir sein, wenn du jetzt sagst, okay, ich trage Haarsystem, wie möchtest du damit umgehen? Also wenn ich mich dafür dann entscheide, glaube ich, werde ich damit auf jeden Fall offen umgehen, weil das eine Entscheidung ist, die ich für mich dann treffe in erster Linie und nicht für andere Leute, sondern treffe die Entscheidung dann, dass es mir halt damit gut geht. Und ja, wenn es dann Leute geben sollte, die das vielleicht nicht so aufnehmen oder das irgendwie für irgendwas Negatives benutzen, dann glaube ich, kann ich damit ganz gut umgehen. Ich glaube aber nicht, dass gerade was so das Team betrifft, jetzt mein eigenes Team, das da irgendwie eine große Rolle spielt. Finn schon gesagt hat, klar,
wird es mit Sicherheit mal den einen oder anderen lustigen Spruch geben, so wie es halt in so einer großen Mannschaft ist, wo viele Jungs aufeinandertreffen. Aber würde dann kein Problem darstellen. Und von daher werde ich damit, egal ob Sport oder Familie oder wo auch immer, Job, auf jeden Fall dann offen mit umgehen. Okay, aber erst also vorher schon? Teaserst du so das bei manchen an oder sagst du, ich überrasche alle und dann... Also ich glaube, es wird jetzt nicht so sein, dass ich jetzt, ich sag mal, von Tür zu Tür gehe und sage so... Flyer verteilen. Hier komme ich jetzt mit Hasesteen bald wahrscheinlich. Ja klar, Familie weiß Bescheid, keine Frage. Mit denen habe ich es natürlich besprochen und einfach mal auch gesagt, was mein Plan ist. Und die waren da auch sehr, sehr positiv gestimmt und sehr offen und haben das auch auf jeden Fall unterstützt. Und wenn es dann irgendwie, ich sag mal, durchsickern sollte schon vorher, dass es halt losgeht oder wie auch immer, dann werde ich das auch offen ansprechen, wenn mich jemand darauf anspricht. Also wenn nicht, dann halt nicht. Aber wenn ja, dann ja. Und irgendwann, wenn es soweit sein sollte, klar, dann geht es dann durch Social Media wahrscheinlich relativ schnell, dass es irgendwie auch mal rauskommt. So. Aber da werde ich kein Problem mit haben. Da werde ich jetzt nicht irgendwas verstecken. Also auf keinen Fall. Ne, sehr gute Einstellung. Wir sind jetzt hier, um dich zu überzeugen. Ja. Hast du denn schon Fragen mitgebracht, wo du sagst, boah, das interessiert mich gerade in Bezug auf Sport jetzt? Hast du zwei, die das sehr, sehr gut beantworten können? Ja, gerade so das Thema Sport, Schwitzen, Duschen, alles, was so damit zusammenhängt, wo man halt sagt, okay, man ist halt irgendwie 4-5 Mal die Woche so, dass man ordentlich an Schwitzen kommt, wäre natürlich dann die Frage, wie sieht es da mit dem Halt aus? Ist immer so das, was man sich halt am meisten stellt. Man schwitzt viel. Ist es so, dass man dann nach dem ersten Training irgendwie schon mal nachkleben muss und sagen muss, okay, jetzt muss ich wieder irgendwas neu machen? Oder ist es so, dass man auch mal 2, 3, 4 Einheiten vielleicht hat, wo man sagt, nee, da gehe ich jetzt duschen und dann war es das? Oder wie ist da so, das ist so eine Frage, wo ich so sagen würde, das ist so für mich mit das Wichtigste. Ja, also da würde ich einfach mal anfangen. Also ich spreche auch immer sehr gerne aus meiner Erfahrung. Und das Allerwichtigste ist halt auch gerade, wenn du zum Beispiel dein Hasesteen neu verklebst, ne, dass du dann wirklich den einen Tag danach, also 24 Stunden, danach halt nicht schwitzt. Ne? Und wenn du das wirklich einhältst, dann hält das System auch wirklich trotz Schwitzen, trotz Duschen. Und du musst nicht jedes Mal nach dem Duschen oder nach dem Schwitzen das neu verkleben. Ne? Was mal sein kann, ist natürlich, wenn du richtig stark schwitzt, ne? Zum Beispiel, man kennt das so aus der Sauna, wenn du da richtig vor Schweiß triebst, ne? Dass ich am Ansatz hier das so minimal anlöst. Ne? Aber wenn das wieder trocknet, dann zieht der Kleber auch wieder fest. Also du musst nicht, wie gesagt, nach jedem Duschen oder so das neu verkleben. Ne? Das ist wirklich mega entspannt. Aber wie gesagt, diese 24 Stunden nach dem Neuverkleben solltest du einhalten. Ne? Und dann hast du wirklich die nächsten 1-2 Wochen, sage ich mal, ein bisschen Ruhe damit. Ne?